Junghansuhren aus Schramberg. Tradition seit mehr als 150 Jahren. Wir hatten zu der Zeit 6.250 Beschäftigte. Es war also riesig, riesig. Dann kamen billige Quarzuhren aus Asien und mit ihnen der Niedergang des Unternehmens. 2008 schließlich die Insolvenz. Dann wurden natürlich alle Regeln, die es hier gab, auf den Kopf gestellt. Es wurden die des Insolvenzverwalters eingeführt. Und für mich wieder. Doch dann das Wunder. Ein Manager im Ruhestand und ein junger Geschäftsführer wollten nicht aufgeben und kämpften für Junghans. Aber wir sind weiter, als wir gehofft haben. Aber es ist auch schwieriger, als wir gedacht haben. Wie ihnen das gelang, das erzählt dieser Film. Es ist ein ganz normaler Montagmorgen. Junghans Geschäftsführer Matthias Stotz ist auf seinem Rundgang, sozusagen am Puls der Zeit. Morgen. Morgen. Klappt's? Ja, okay, also. Wir sind in der Montage, dem Herzstück des Unternehmens. Hier werden die Uhrwerke mit dem Gehäuse verbunden und dann so gründlich kontrolliert, bis sie den hohen Qualitätsansprüchen von Junghans gerecht werden. Eine Arbeit, für die es eine ruhige Hand und viel Erfahrung braucht. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, wenn man so Einzelteile mal zusammenlegt und zum Schluss hast du was in der Hand, was du selber zusammengebaut hast. Und das läuft auch noch, dann ist es gut. Zeitmesser aus Schramberg galten immer wieder als Wegbereiter für neue Technologien. Wie zum Beispiel Uhren, die durch Funksignale gesteuert werden. Eine Erfindung von Junghans. Junghans hat alle Technologien bearbeitet in den 150 Jahren Firmengeschichte, aber in den letzten 20 Jahren ist Junghans bekannt geworden für Funktechnologie, Solaruhren und auch für Werkstoffe wie Keramik. Hier haben wir alles vereint, das ist eine Multifrequenz-Solaruhr mit Keramikarmband, unser Modell Force. Und da spiegelt sich das eben alles wieder, was in den letzten 20 Jahren für Junghans so bekannt war. Ein paar Arbeitsplätze weiter wird eine völlig andere Uhr montiert, die heute maßgeblich zum Erfolg der Marke beiträgt. Es ist eine mechanische Uhr, die ganz ohne Batterie läuft. Eigentlich genau so wie vor 150 Jahren. Doch was macht eigentlich die Faszination dieser alten Technik aus? Es ist natürlich auch das Nachvollziehen können, wie wird überhaupt Zeit gemessen. Eine elektronische Uhr, die durch einen Speicher oder durch eine Batterie gespeist wird, ist vergleichbar doch seelenlos. Und eine mechanische Uhr, vor allem wenn sie einen Glasboden hat wie unsere Uhren, dann können Sie auch von hinten reinschauen. Sie können sehen, da arbeitet auch jemand drin. Es hat einen mechanischen Charme. Und das ist für die ganzen Sammler ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Zu verstehen, wie wird die Zeit wirklich gemessen. Lange galten mechanische Uhren als unmodern. Erst seit ein paar Jahren erlebt diese alte Technik wieder eine Art Renaissance. Ihr Prinzip ruht auf einer sehr alten Tradition. Eine Tradition, die im Schwarzwald eine ganz wichtige Rolle spielt. Schon im 17. Jahrhundert begann hier die Uhrmacherei, aus der Not heraus. Damals verdienten sich die Bauern ein Zubrot, wenn sie an langen Winterabenden einfache Holzuhren bauten. Schon bald wurde der Begriff Schwarzwalduhr weit über die Grenzen der Region bekannt. Mitte des 19. Jahrhunderts tüftelte der Schramberger Erhard Junghans an neuen Ideen. Der junge Mann hatte die Zeichen der neuen Zeit erkannt. Er kaufte ein Grundstück und gründete 1861 die Gebrüder Junghans Uhrenfabrik. Der Erfolg war überwältigend. Junghans Uhren standen schon bald für hervorragende Qualität zu einem guten Preis. Um 1900 war Junghans bereits die größte Uhrenfabrik der Welt. 3 Millionen Uhren baute man damals in einem Jahr. Der kleine Schwarzwaldort boomte, denn genaue Zeitmesser wurden damals überall gebraucht. Dann kamen die Weltkriege. Zweimal stellte Junghans die gesamte Produktion um. Anstelle von Uhren baute man Zeitzünder für das Militär. Im Zweiten Weltkrieg wurde Junghans zu einem wichtigen Rüstungsbetrieb. Bis zu 10.000 Menschen arbeiteten damals für das Unternehmen. Alleine 1.500 von ihnen waren Zwangsarbeiter. Am Ende des Krieges hat Junghans Glück.
Die Fabrik wurde nur zum Teil demontiert und so stellte Junghans schon bald wieder Uhren her. Mit dem Wirtschaftswunder kam der erneute Aufschwung. Uhren von Junghans waren ein großer Verkaufserfolg. Ob zur Kommunion, zur Konfirmation oder zur Hochzeit, eine Junghans-Uhr war einfach eine Uhr fürs Leben. In den 60er Jahren wurden dann vor allem Wecker produziert. Kleine, aber auch große, die allerdings etwas anders liefen. Nein, das sind keine normalen Wecker. Da habe ich drin gesteckt. Als 15-jähriges Mädchen habe ich da drin gesteckt. Mit der Haube auf dem Kopf, Wecker um mich rum und innen drin hatte ich einen Glockenwecker. Und so standen wir dann in der großen Reihe, alle die jungen Mädchen in den Weckern. Und so haben wir die Kunden begrüßt am Pförtnerhaus. Doris Beringhausen ist heute die dienstälteste Mitarbeiterin bei Junghans. Seit 46 Jahren arbeitet sie jetzt hier. Ihre ersten Tage bei Junghans hat sie bis heute nicht vergessen. Ich kam von der Schule nach Hause und habe meinem Vater gesagt, nächste Woche haben wir einen Termin bei Junghans. Ich habe einen Lehrvertrag für dich arrangiert und da gehst du mit und unterschreibst den. Habe ich gesagt, nee, ich will nicht zu Junghans. Ich will ganz was anderes, ich will was Kreatives. Hat mein Vater gesagt, du machst eine Lehre bei Junghans. Und da gab es kein Wenn oder Aber, ich mache eine Lehre bei Junghans. Und daraus sind die 46 Jahre geworden. Damals arbeiteten mehr als 6000 Menschen für Junghans. Eine ziemliche Umstellung für das junge Mädchen. Ich war 14,5, kam direkt von der Schule. Und dann so viele Leute, es hat mich erschlagen. Und wenn dann abends um 16:45 die Sirene ging, dass Feierabend ist, dann musste man also aus der Straße verschwinden, weil da kam eine Menschenmasse raus, schwarz, die Straße war nur noch schwarz und alles, was im Weg kam, wurde überrollt. Lehrlinge, Stifte hießen wir damals noch, wir durften also eine Viertelstunde früher gehen. Wir haben uns dann immer vorne auf das Brückengeländer gesetzt und haben dieses Schauspiel angeschaut, wie die da alle nach vorne kamen und haben uns dann frühzeitig aus dem Staub gemacht. 1972 gab es noch einmal eine Sternstunde. Die Schramberger hatten ein völlig neues und sehr genaues Zeitmesssystem entwickelt. Junghans wurde offizieller Zeitmesser bei den Olympischen Spielen in München. Und so flimmerte das Markenlogo über die Fernsehbildschirme auf der ganzen Welt. Damals begann aber auch eine Entwicklung, die Doris Beringhausen und ihre Kollegen bald zu spüren bekamen. Früher haben da drüben im Weckerbau 40 Menschen gesessen, von der ersten Schraube bis zum fertigen Wecker. Und jetzt kam plötzlich diese Fertigungsstraße und da saß hier einer und hier einer. Und die 38 dazwischen hat man nicht mehr gebraucht. Und wir, jung wie wir waren, haben gesagt, Mensch, das ist Revolution, das ist toll, das ist klasse. Und dann ein älterer Kollege, der kurz vor der Rente war, der hat zu mir gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Es werden es immer weniger Leute. Da habe ich gedacht, ach, was redet er denn? Aber er hatte recht. 1990 kam mit der Erfindung der weltweit ersten Funkarmbanduhr noch einmal Hoffnung auf. Aber der Junghans-Stern war längst am Sinken. Gegen die billigen Quarzticker aus Asien hatten die Uhren aus Schramberg keine Chance. Junghans versuchte, mit Preisnachlässen dagegen zu steuern. Doch damit ruinierte man nur den guten Namen. Immer mehr Personal wurde entlassen. Von einst 6000 Mitarbeitern blieben gerade einmal 85 übrig, als im Sommer 2008 eine Nachricht die Mitarbeiter und die gesamte Region erschütterte. Junghans ging in die Insolvenz. Ich kann mich auch an den Tag erinnern, wo es dann plötzlich im August hieß, Insolvenz, wir haben Insolvenz angemeldet. War 2 Tage vor meinem Geburtstag. War kein schöner Geburtstag, sicher nicht, weil man eben nicht wusste, wie es weitergeht. Und wir, die Stammbesatzung, die eigentlich dann übrig blieb, die 85 Personen, wir waren ja zum großen Teil im Alter, wo man auch nicht unbedingt wieder woanders unterkommt. Das waren schon Sorgen, sorgenvolle Tage und Nächte. Matthias Stotz kam 2007 zu Junghans, noch kurz vor der Insolvenz. Gemeinsam mit einem Kollegen sollte er die Marke wieder auf Vordermann bringen. Für den gelernten Uhrmachermeister war das eine riesige Herausforderung. Wie es aber wirklich um Junghans stand, wusste auch er damals nicht. Und so wurde der junge Geschäftsführer im August 2008 von der Insolvenz völlig überrascht.
Matthias Stotz erinnert sich nur allzu genau an diesen Tag. Als die Tür aufging und es kamen, ich glaube, es waren 6 oder 8 Anwälte, die da reingekommen sind von der Kanzlei. Das ist schon ein sehr, sehr beklemmender Moment, wenn sie dann auch ihre eigene Pressemitteilung in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter tippen, auf den Knopf drücken und denken, jetzt ist es vorbei. Also jeder hat das gewusst, aber leider eben aus der Zeitung und nicht von uns. Als ich am Montagmorgen dann wieder nach Schramberg kam, gab es natürlich eine Art Grabesstimmung. Die Mitarbeiter, die wussten jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Der Insolvenzverwalter kam dann erst am Nachmittag. Dann wurden natürlich alle Regeln, die es hier gab, auf den Kopf gestellt. Es wurden die des Insolvenzverwalters eingeführt. Und für mich wiederum die Frage, war das meine Zeit bei Junghans? Kann ich noch was tun für die Marke? Oder bin ich vielleicht einer der Ersten, die jetzt in der Insolvenz vielleicht gehen muss? Ein Geschäftsführer mit einst großen Plänen. Jetzt musste er dem Insolvenzverwalter zuarbeiten. Wo sollte der Weg hingehen? Es war so eine Zeit, da habe ich jeden Tag Betriebsführungen gemacht, bis zu 3 Investoren pro Tag hier im Gespräch und in der Führung bei Junghans. Interessenten gab es eine ganze Menge, sogar aus dem fernen Osten, von denen einige allerdings so ihre eigenen Pläne hatten. Es gab auch Leute, die nicht das Unternehmen Junghans, sondern vielleicht auch einfach gerne nur den Markennamen benutzt hätten. Und das wurde aber mir sehr, sehr schnell klar, dass der Insolvenzverwalter die optimale Lösung sucht zwischen Kaufpreis, Fortführung, dass die Mitarbeiter entsprechend auch hier übernommen werden können und dass es auch in die richtigen Hände kommt. Und dafür musste der Insolvenzverwalter schließlich gar nicht weit suchen. Denn genau hier in Schramberg gab es einen möglichen Käufer, der gut zu Junghans passte. Hans-Joachim Steim, Unternehmer, ehemaliger Landtagsabgeordneter, Ehrenbürger von Schramberg, passionierter Autosammler und vor allem heimatverbunden wie kaum ein zweiter hier. Er wollte nicht mit ansehen, wie das bekannteste Unternehmen aus seiner Heimatstadt verschwinden sollte. Und dann gab es ja auch noch einige Schramberger, die ihn zu einem Kauf von Junghans anstifteten. Eine von ihnen war seine ehemalige Nachbarin, Doris Beringhausen. Hallo, Frau Beringhaus. Ah, Herr Dr. Stein. Guten Morgen. Danke, gut. Danke, mir geht's sehr gut. Also so richtig angestiftet weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Sie sind ja reingekommen und haben was gekauft. Sie haben ja Besuch gekriegt. Herr Dr. Stein war immer Kunde von uns hier und hat was gebraucht. Und dann hat er mir erzählt, dass so manche in Schramberg meinen, er müsste eigentlich den Junghans kaufen. Das war zu unserer Insolvenzzeit. Und habe ich gesagt, ich meine, das sage ich schon lange. Ich sage, wer nicht nur Autos sammelt, sondern auch Uhren. Und wer Uhrenfedern macht, dem fehlt eigentlich der Betrieb noch. Und warum eigentlich nicht, habe ich gesagt. Ich würde mir so einen Chef wünschen. Ein paar Tage später hat Herr Dr. Stein dann mal da vorbeiguckt und hat gesagt, es ist am Rollen, es ist am Werden. Hans-Joachim Stein ist Gesellschafter der Kern-Liebers-Gruppe. Ein weltweit operierendes Unternehmen aus Schramberg, das einst von seinem Urgroßvater gegründet wurde und damals Triebfedern herstellte, vor allem für Junghans. Heute ist Kern-Liebers ein hochmodernes Unternehmen und produziert unter anderem Federn für Sicherheitsgurte und Kabelaufwickler, Platinen für Textilmaschinen oder winzig kleine Einspritzdüsen für Motoren. An über 50 Standorten weltweit arbeiten heute mehr als 5000 Menschen für die Unternehmensgruppe. Doch geschaltet wird immer noch in Schramberg. Seit ein paar Jahren tritt Hans-Joachim Stein kürzer. Teilbereiche des Unternehmens hat er an seinen Sohn Hannes weitergegeben. Gemeinsam mit ihm entwickelte er schließlich auch den Plan, Junghans zu kaufen. Wir konnten uns Schramberg ohne Junghans gar nicht vorstellen. Als ich jung war, hat Junghans in Schramberg 6000 Mitarbeiter beschäftigt. Und Junghans ist Schramberg, Schramberg ist Junghans. Die Entwicklung der Stadt hing sehr stark von der Entwicklung der Firma ab. Und deswegen konnte man sich eigentlich nicht vorstellen, dass Junghans einrollt, verpackt wird, irgendwo in China weiter produziert oder in Indien vielleicht und nur noch den Namen hat, schlägt dann schon das Heimatherz mit.
Und das ist auch eine Verpflichtung, wenn einer die Möglichkeit hat, dass er solche Verpflichtungen übernimmt. Die Steims waren froh, dass sie bei Junghans auf einen Geschäftsführer trafen, der gern unter ihrer Leitung weitermachen wollte. Ja, Herr Stotz hat uns durch die Firma geführt. Der Uhrensachverstand, die Brillanz in Technik und in Verkauf gleichzeitig verkörpert durch Herrn Stotz ist schon was Seltenes und schon eine sehr wichtige Persönlichkeit für Junghans. Also der Herr Stotz lebt dieses Produkt sicherlich wie kaum ein anderer und er tickt eben wie eine Uhr. Man muss die gemeinsamen Ziele haben, man muss sich vertrauen können und dann kann man gemeinsam auch gut vorankommen. Und diese glückliche Situation haben wir eben hier in Schramberg und da spielt eben jeder seine Rolle. Ah, guten Morgen, Herr Stutz. Darf ich mich dazu setzen? Seitdem sind Sie ein Team, der Grand Seigneur aus Schramberg und der passionierte Uhrmacher. Also wir sind sicherlich jetzt diejenigen, die besonders im Fokus sind, aber Sie sind ja auch schon mit anderen Junghans-Mitarbeitern in Kontakt gekommen. Stolz sind die eigentlich alle und wir sind halt die wichtigsten Protagonisten, weil wir halt immer gefragt werden. Gefragt wird aber auch die Betriebsratsvorsitzende Sonja Ehmann, die so einiges miterlebt hat und mit den neuen Eigentümern mehr als glücklich ist. Ich bin ja die Betriebsratsvorsitzende. Das ist jetzt meine dritte Amtsperiode. Und das mache ich mit Leib und Seele. Alle Turbulenzen, die ganze Hoch und auch die Tiefs, leider. Aber das war schon eine sehr schwere und harte Zeit. Und deswegen sind wir jetzt so froh, dass es trotzdem weitergeht und dass die Kunden draußen uns immer noch die Treue halten und alles. Und da sind wir ihnen auch sehr, sehr dankbar, weil wir sind die Junghansler. Ja, es ist beneidenswert für Menschen wie den Herrn Steim, dass er so umgänglich ist und wie gesagt, es freut sich auch jeder, wenn er mal im Haus dann rumgeht, weil er winkt dann immer schön mit den Leuten und hallo und ja, er ist einfach wie wir. Das liegt wohl auch an der Nähe des Junghans-Eigners zu seinen Mitarbeitern. Hans-Jochem Steim ist ein Unternehmer zum Anfassen, der klare Worte und ein Miteinander sehr schätzt. Na, guten Morgen, Frau Ehmann. Guten Morgen, Herr Steim. Und wie geht's Ihnen heute? Sehr gut, und Ihnen? Wir haben eigentlich sehr schnell zueinander gefunden, weil hat da nichts zu befürchten gehabt. Und dann war eigentlich ein sehr schnell ein vertrauensvolles Verhältnis hergestellt. Und wir üben immer wieder mal im gemeinsamen Gespräch abzugleichen, dass die Temperatur des Betriebsklimas angenehm für beide Seiten ist. Das kann ich bestätigen. Man ist nicht immer einer Meinung und wir haben aber eine Sprache gefunden. Wir sind sehr offen miteinander. Der Betriebsrat versteht auch die Probleme eines Unternehmers hier und so kommen wir eigentlich sehr gut miteinander aus. Man hat nicht nur Zahlen am Monatsersten, sondern man hat auch Menschen hinter den Zahlen und man kann die Menschen begeistern, man kann sie auch ihnen sagen, wenn mal was nicht so gut läuft. Und wir haben noch viel Potenzial. Unser Wirkungsgrad ist noch nicht nahe 100, sondern wir haben viele Verbesserungspotenziale von allen Seiten. Und es macht auch viel Freude, dass wir jeden Monat besser werden. Also ich denke, dass wir auf einem super guten Weg sind. Und wir sind sehr gefragt. Ich kriege es ja jeden Tag im Laden mit. Und die Leute, die warten auch ganz brav auf ihre Uhren, wenn die jetzt noch nicht geliefert werden können, sondern erst in 8 Wochen oder im Vierteljahr, weil wir einfach mit Hochtouren zwar arbeiten, aber gar nicht alle Wünsche auf einmal erfüllen können. Da warten die Leute ganz geduldig auf ihre Uhr. Und das ist schön. Das bestätigt uns, dass wir das Richtige machen. Ein ganz wichtiger Weg für Junghans war die Rückbesinnung auf die alten Traditionen. Früher baute man in Schramberg Uhren, die zu den genauesten auf der ganzen Welt zählten. Daran knüpft man in Schramberg heute wieder an, vor allem mit Qualität. Auf vielen Junghans-Uhren steht deshalb heute wieder das Markenzeichen Made in Germany.
Wir haben uns seit dem Neustart mit der Familie Stein ganz deutlich dazu bekannt, dass wir nur noch Uhren in Deutschland produzieren, mit Tradition, mit einer immer verlässlichen Technik und das zu einem Preis, der auch noch erreichbar ist für normale Menschen. Also eine Junghans ist in erster Linie kein Statussymbol für Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, sondern es ist ein echtes Investment und sie haben ein Qualitätsprodukt am Arm. Zwischen 300 und 4.500 Euro muss man heute für eine Junghans-Uhr bezahlen. Für manchen eine stolze Summe. Da spielt dann auch das Aussehen der Uhr eine wichtige Rolle. Und auch hier hat ein Blick in die Vergangenheit geholfen. Vor 50 Jahren gelang es Junghans, den berühmten Designer Max Bill für die Gestaltung einiger Uhren zu gewinnen. Seine Entwürfe zählen noch heute zu den zeitlosen Klassikern der Moderne. Grund genug, sie wieder aufzulegen. Der Erfolg spricht für sich und hat Junghans sehr geholfen, wieder positiv wahrgenommen zu werden. Für Junghans war nach der Übernahme die Max-Bill-Linie ganz wichtig. Und man hat in der Öffentlichkeit sofort Junghans mit Max Bill identifiziert. Deswegen ist es für uns eine ganz wichtige Linie. Max Bill ist ein richtiges Markenzeichen geworden für Junghans. Heute hat der Name Junghans wieder einen guten Klang. Und so findet man Uhren aus Schramberg auch wieder in den Schaufenstern der Juweliere. Während asiatische Besucher inzwischen nicht mehr in den Schwarzwald kommen, weil sie einen Namen kaufen wollen, sondern weil sie sich für den Vertrieb von Junghans-Uhren in ihrer Heimat interessieren. Einmal in der Woche fährt Matthias Stotz ins 30 Kilometer entfernte Villingen-Schwenningen. Dort unterrichtet er an der Feintechnikschule die Schüler der Meisterklasse, obwohl das sein enger Terminkalender eigentlich gar nicht zulässt. Doch für Matthias Stotz ist das eine Ehrensache. Vor 20 Jahren war er hier selbst einmal Schüler und das, was er damals gelernt hat, will er heute an die Auszubildenden weitergeben. Einen Vorteil bringt ihm das aber dann doch. Junghans braucht gute Nachwuchskräfte und die Schule in Villingen-Schwenningen gehört zu den besten in Deutschland. Meisterschüler Raphael Weber hat auch bei Junghans gelernt und weiß, die kleinen Wunderwerke sehr zu schätzen. In dieser kleinen Uhr sind 657 Teile drin. Das ist halt vollkommen mechanisch läuft, ohne Strom, nur durch eine Feder. Man kauft sich ja so eine teure Uhr, kauft man sich ja nicht, um die Zeit abzulesen, sondern auch Glasboden haben ja die meisten Uhren, um diese Mechanik eben zu haben, diese Faszination der Uhr. Für den Junghans-Inhaber Hans-Jochem Steim läuft 3 Jahre nach der Übernahme alles nach Plan. Und so kann er sich auch wieder seinen Traumautos widmen, die er gemeinsam mit seinem Sohn gesammelt und in einem Museum seiner Heimatstadt ausgestellt hat. Das ist Leidenschaft pur. Da setzt der Verstand teilweise aus, Gefühl überwiegt und Freude natürlich auch. Daimlers und Maybachs waren eng befreundet mit Junghans. Die Technologie des Lenkrads wurde durch Arthur Junghans gefördert, der auf die Idee kam, statt einem Hebel ein Lenkrad mit Schneckenradgetriebe einzusetzen, sodass also doch schon einige mechanische Gemeinsamkeiten sind. Und irgendwie gehört der promovierte Ingenieur Hans-Jochem Steim ja nun auch dazu, zur Riege der traditionsreichen Tüftler aus dem Schwarzwald. Ich war mir dieser Tradition in dem Maße nicht bewusst. Mir ging es eigentlich mehr um die Arbeitsplätze und um die Zukunft dieses Geländes, dass es ordentlich genutzt wird. Und ich sah eben die Chance darin, mit unserem Know-how in der Gegend was Sinnvolles draus zu machen. Aber das Schöne an der Uhr habe ich eigentlich erst im Nachhinein empfunden und kennengelernt. Matthias Stotz fährt nach München zur wichtigen Uhren- und Schmuckmesse Inhorgenta, für Junghans einer der Höhepunkte des Geschäftsjahres. Damals, nur wenige Wochen nach der Übernahme durch die Familie Steim, war man zum ersten Mal nach langer Zeit wieder auf der Messe. Für viele seinerzeit sehr überraschend.
Besonders bemerkenswert war eigentlich die Geschwindigkeit, mit der die Familie Steim sich entschieden hat, auf diese Messe zu gehen. Ich weiß es noch wie heute, wie schnell das ging und wir dann erstmal mit der Messe Kontakt aufnehmen mussten. Gibt es überhaupt noch einen Platz für uns auf dieser deutschen wichtigen, bedeutenden Messe und vor allem auch an einem richtigen Standort, richtige Messehalle. Und da hat man sofort gemerkt, die Messe war sehr, sehr froh und stolz, dass Junghans kommt. Und wir haben auch genau den richtigen Platz bekommen in der Premiumhalle, in der Halle B1. Und auch heute stellt Junghans wieder in derselben Halle aus. Allerdings auf einem größeren Messestand und mit vielen neuen Uhren. Aber irgendwie sieht es nur ein paar Stunden vor Messebeginn noch nicht danach aus, als ob alles rechtzeitig fertig werden würde. Für den Junghans-Chef kein Grund zur Besorgnis. Nein, also wichtig ist, dass der Messestand steht. An der Dekoration wird immer gefeilt, wird bis zur letzten Minute noch optimiert, nochmal abgestaubt, weil einfach durch den ganzen Messeaufbau einfach auch viel in der Luft ist. Ein paar Stunden später, der erste Messetag. Die Inhorgenta öffnet ihre Tore. Zum ersten Mal seit 3 Jahren wird Junghans heute die Geschäftszahlen und auch einen neuen Kooperationspartner vorstellen. Und so schauen alle auf der Messe wieder auf Junghans. Die Marke ist in Deutschland wieder richtig angekommen. Sie hat Fuß gefasst. Die Bedeutung der Marke wird immer stärker sichtbar. Und das stimmt mich eigentlich auch für diese Inhorgenta zuversichtlich. Das richtige Vertrauen, das Engagement, dass Junghans in der richtigen Hand ist. Und das ist für eine Traditionsmarke einfach ganz wichtig. Und dann gibt es sie, die von vielen mit großer Spannung erwarteten Zahlen. Und die können sich wirklich sehen lassen. Wir hatten im letzten Jahr insgesamt ein Wachstum von beinahe 40%. Und Junghans ist auch heute wieder auf einem Umsatzniveau von über 20 Millionen. 3 Jahre nach der Insolvenz ist Junghans auf dem richtigen Weg. Mit guten Unternehmensergebnissen und einem neuen Partner, der gut zur Marke Junghans passt. Sie strahlen gemeinsam um die Wette. Matthias Stotz, Uhrmachermeister und Junghans Geschäftsführer aus Schramberg und Willi Bogner, der Filmemacher und Modeschöpfer aus München. Ja, es liegt eigentlich auf der Hand und wir als sportlich hochwertige Marke haben uns immer schon eigentlich erträumt, auch unseren Brand in Uhren zu übersetzen. Und wir haben mit Junghans eben einen super Partner gefunden, der auch uns versteht und so denkt, auch einen sportlichen Hintergrund hat. Also es passt super zusammen. Ich habe auch schon meine Lieblingsuhr an. Während auf der Inhorgenta neue Verträge unterzeichnet werden, läuft die Produktion in Schramberg auf vollen Touren. Das Unternehmen blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Der Standort und die Arbeitsplätze sind gesichert. Das Junghans-Wunder ist wahr geworden. Auch für Doris Beringhausen. Ich verbinde eigentlich mit Junghans, dass Teile meiner Familie schon hier gearbeitet haben. Ich verbinde mit Junghans Heimat. Schramberg. Also meine Familie sagt schon immer, sie können sich das nicht vorstellen, wenn ich dann mal zu Hause bin. Weil ich ohne Junghans, das geht gar nicht.